Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Picom Planner Tutorial. Mein Name ist Tim und heute zeige ich euch, wie ihr Eigenschaften von Objekten, Artikeln und Raumelementen schnell erfassen und verändern könnt. So ziemlich jedes Objekt, egal ob Produkt, Wandelement oder Lichtquelle, bringt eine Reihe von Merkmalen mit sich. Diese lassen sich im Fenster Eigenschaften anzeigen und bearbeiten. In der strukturierten Ansicht, die nun zusätzlich zur bekannten Listenansicht verfügbar ist, werden die Merkmale übersichtlich in Reitern dargestellt. Neben dem immer vorhandenen Reiter allgemein gibt es für das selektierte Objekt zusätzlich ein spezielles Register mit den jeweiligen Eigenschaften. Hier zu sehen am Beispiel der Lichtquelle. Bei Produkten entfaltet die strukturierte Ansicht ihr volles Potenzial. Besonders Farben und Materialien lassen sich mit einem Klick auf das Drei-Punkte-Menü schnell erfassen und tragen zu einer ansprechenden Lösungsfindung bei. Sonderanfertigungs- oder Zusatztexte lassen sich komfortabel per mehrzeiliger Eingabe direkt im Eigenschaften-Editor vornehmen. Bei der Planung ist es auch wichtig, Objekte korrekt im Raum zu platzieren. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich öffne den Produktkatalog und füge eine Leuchte in meine Planung ein. Diese liegt nach dem Einfügen zuerst auf dem Boden. Im Eigenschaften-Editor finde ich den Bereich Transformation, der sich im unteren Bereich vom Reiter allgemein befindet. Über die Werteeingabe kann ich die Höhe und die Rotation passgenau bestimmen. In den Ansichtsfenstern werden im Arbeitsbereich entsprechende Hervorhebungen angezeigt, um deutlich zu machen, welcher Wert durch die Eingabe verändert wird. Die Transformation funktioniert nicht nur für ein Einzelobjekt, sondern auch für mehrere Objekte gemeinsam. Im Bereich Maße befindet sich eine komfortable Alternative zum klassischen Skalierenwerkzeug. Mit nur einer Eingabe lassen sich die Breite, Tiefe oder Höhe eines Objekts anpassen. Wenn der Haken bei Seitenverhältnis Sperren gesetzt ist, wird das Objekt proportional skaliert. Mit der strukturierten Merkmalsansicht im Picom Planner ist es einfacher, den Überblick über die verschiedenen Merkmale von Objekten zu behalten. Die Reiter- und Transformationsmöglichkeiten ermöglichen ein exaktes Arbeiten und verbessern den Workflow. Mehr zum Thema exaktes Arbeiten zeigt das Tutorial zum Thema Grundrisse. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.